Bienvenidos karatecas, guerreras, guerreros, a tu dojo de karate. Hoy volvemos a traer al canal al posiblemente mejor fighter de todos los tiempos, Andy Hook. En un vídeo anterior ya hablamos extensamente de su figura, pero sobre todo de lo más importante, su leyenda y su legado, y que a día de hoy sigue latiendo en todos los corazones de la familia Kyokushin y en muchos honorables fighters de muchos otros estilos diferentes. Os lo dejo aquí arriba por si no lo habéis visto. Hoy os traigo un documento exclusivo, un acercamiento a la figura, a la leyenda de Andy Hook, pero desde otra perspectiva, otro ángulo, un contenido que posiblemente no vais a encontrar en la mayoría de vídeos, relatos, historias, blogs que se han hecho sobre la figura de este fighter legendario. Pero, ¿cómo era Andy en su día a día? Hemos tenido la suerte, el honor y el orgullo de poder entrevistar a Shihan Donke Torsten, compañero, alumno y sparring de Andy Hook, y gracias a él nos vamos a poder trasladar al camino del guerrero, al camino de una leyenda, un camino tristemente truncado, pero que nos va a trasladar a lo que realmente es la esencia de un budoka magno, posiblemente una de las mayores leyendas en el mundo de las artes marciales. También os quiero traer el testimonio de un fantástico karateka, amigo y patriarca de una familia de karatecas, el sensei Raúl, que tiene en sus manos un tesoro por el que más de una persona mataría, y nos va a explicar de qué se trata y por qué está directamente relacionado con este vídeo. Tenemos el gran placer y el honor de poder traer al canal para vosotros a Shihan Donke Torsten, campeón del mundo en el 7º World Open Tournament celebrado en Japón en el año 2000. Poca broma, Shihan Torsten es un karateka suizo, alumno y sparring de Andy Hook. Es un competidor muy técnico, inteligente y fuerte, rápido como un boxeador y fuerte como un karateka. Fue campeón del mundo en Japón y alcanzó otros títulos en Kyoku y en K1. Torsten conoció el Kyokushin a través de Shihan Pablo Amodeo, al que le doy desde aquí las gracias por haberme ayudado a conseguir este documento. Fue él quien le llevó al dojo donde él entrenaba, y posteriormente, juntos fueron a entrenar con Andy Hook en el Seido Center Hombu de Suiza. Shihan, es un honor que nos honres con tu presencia y hayas accedido amablemente a ser entrevistado por el canal para toda la gente que nos sigue, y en nombre de todos, te quiero dar las gracias. Primero de todo, me gustaría que te presentaras tú mismo para que la gente sea consciente de la dimensión y relevancia que es tu figura como karateka. Mi nombre es Torsten Donke. Ich bin 50 Dan im Kyokushin Kai Karate und 80 Dan im Seido Keikan Karate. Und Mitglied bei der International Seishin Kyokushin Organization vom Shihan Beltran. Has sido campeón del mundo y uno de los mejores karatecas suizos de la historia. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como competidor? Ich habe sehr schöne Erfahrungen gehabt, auch in den verschiedenen Turnieren, die ich durfte bestreiten, auch in der Schweiz. Ich bin mehrfach Schweizer Meister geworden. Ich habe auch internationale Kämpfe bestreiten, Wettkämpfe machen, unter anderem auch Vize-Europameister dürfen werden. Und natürlich, mein grösster Highlight war natürlich der Weltmeistertitel in Japan im Jahr 2000. Aber für mich selber ist das Highlight in diesen Seminaren, in diesen Turnieren, dass wir eigentlich im Kyokushin wie eine Familie sind. Es herrscht immer Respekt, Aufgeschlossenheit und auch immer eine Art Freundlichkeit. Und das ist für mich persönlich eigentlich das größte Highlight eigentlich in der Familie vom Kyokushin. Es conocido que el Kaitengeri es una de tus patadas preferidas y definitivas, pero tus low kicks son devastadores. La potencia combinada con la rapidez
son una de tus características más relevantes, a pesar de no ser una persona con un físico pequeño. ¿Qué consejo le darías a un competidor que comienza para llegar a conseguir esa combinación ganadora? Meine Erfahrung hat sich gezeigt, wo ich mit Andy Hook in Japan trainiert habe und dort mit verschiedenen Kämpfern von verschiedenen Kampfsystemen trainiert habe, dass eigentlich das Kime, das wir aus dem Kyokushin haben, sehr effizient ist. Man kann mit dem Kime ansatzlos und in höchster Geschwindigkeit eine enorme Kraft in Gegner bringen. Und darum empfehle ich auch, wenn ihr trainiert, trainiert verschiedene Kombinationen und immer versucht, in jeder Position das Kime zu bringen. Das Kime ist nicht nur in der Faust, das Kime ist in der Hüfte, das Kime ist in den Beinen unten. Versucht mit verschiedenen Kombinationen euren Kampfmodus immer zu gestalten, damit ihr schnell mit einem Kime arbeiten könnt. Fuiste compañero de Andy Hook, él es una leyenda y para muchos, en los que yo también me incluyo, el mejor fighter de la historia. ¿Cómo era entrenar con él? Es war für mich eine Ehre, mit einem der besten Kämpfer auf der Welt, mit dem Andy Hook, mehrere Jahre zu trainieren. Der Andy Hook hat sich ausgezeichnet in seiner Professionalität, in seiner Struktur, in seiner Handhabung, wie er mit uns kämpfen, mit uns Schülern umgegangen ist. Haben wir sehr viel profitieren können. Unser Training hat jeden Morgen um 5 Uhr angefangen. Wir sind 10 Kilometer joggen, um den See herum joggen hier und sind nach einer Stunde ins Dojo reingegangen. Im Dojo haben wir weiter trainiert mit dem Gi zusammen an einem Sandsack. Am Sandsack haben wir einzelne Techniken trainiert, zum Beispiel Oizuki oder ein Gyakuzuki oder auch ein Low Kick und die mehrere hundert Mal. Andy Hook hat immer den Fokus bei mir, zu schauen, kommen die Low Kick schnell, kommen sie ansatzlos und haben auch den Low Kick sein Kimi. Wie beim Oizuki, wie beim Gyakuzuki. Das ist ein Fokus, den Andy Hook immer sehr stark darauf Wert gelegt hat. Wir haben danach eine Pratze genommen mit dem Partner zusammen, haben wir mehrere Kombinationen gemacht, meistens zwei oder drei Kombinationen. Und der Andy hat immer gross den Fokus darauf gehabt, dass wir uns bewegen. Also immer in Bewegung bleiben. Versuchen ansatzlos Kombinationen zu schlagen, nach der Kombination wieder wegzubewegen. Also versuchen die Statik wegzubringen und alles dynamisch mit dem Gegner können zu machen. Nach ca. 30 Minuten sind wir uns dehnen gegangen mit der zweiten zusammen und ca. 20 Minuten haben wir uns gegenseitig gedehnt. Zum Teil sind wir nachher zum Morgenessen, zum Teil sind wir dann nachher arbeiten und haben uns gemeinsam wieder um 6:30 am Abend getroffen im Dojo. Am Abend haben wir angefangen mit Einwärmen, mit Seiligumpen, mit Liegestütz, wie wir es auch kennen, ungefähr 20 bis 30 Minuten lang, dass der Körper schön warm, die Gelenke auch schön warm sind. Und dann haben wir angefangen eigentlich schon mit Kombinationen. Die Kombinationen sind ein bisschen unterschiedlicher gewesen. Sie sind dann mehr so 3-4 Kombinationen gewesen, manchmal auch 5 Kombinationen. Aber auch da hat der Andy sehr grossen Wert darauf gelegt, dass die Kombinationen schnell, hart und dynamisch sind. Also nicht sich statisch bewegen, sondern jedes Mal, wenn die Kombination fertig ist, hat man sich wegbewegt, man hat Sabaki gemacht, man ist auf die Seiten rausgelaufen. Das war ein grosser Fokus, den der Andy gesetzt hat. Nach ca. 3/4 Stunde Kombinationen haben wir 3/4 Stunde ca. Sparring gemacht mit den Partnern zusammen und auch mit dem Andy Hook, der natürlich sehr professionell gekämpft hat mit uns zusammen, aber immer natürlich Rücksicht genommen hat auf uns selber. Was hier auch immer wichtig war, jetzt im Sparring das umzusetzen, die mehreren Kombinationen, die wir haben, dass man die jetzt effizient im Sparring umsetzen kann. Er hat geschaut, hey, können wir uns bewegen dynamisch, sind die Kimes rum, sind die Kombinationen ansatzlos, was wir am Morgen trainiert haben, wo wir im Einwärmen trainiert haben, kann er das umsetzen. Und da hat Andy sich wirklich sehr Mühe gegeben, immer im Prinzip uns können beizubringen, dass wir auf dem richtigen Fokus bleiben. Los logros y méritos de Andy dentro del tatami y ring los conocemos todos, pero ¿cómo era en la distancia corta, en la intimidad del dojo? Ich durfte Andy Hook auch kennenlernen, neben dem Dojo, privat. Ich durfte mit Andy Hook in Japan sein. Andy Hook ist mitgekommen nach Deutschland an Turnier, hat mich begleitet an Turnier.
Und wir sind natürlich teilweise dann auch in Ausgang gegangen, wenn er in der Schweiz war. Wir sind zusammen essen gewesen. Wir haben viele Sachen dürfen miteinander auch machen. Und da an die Uhr habe ich gemerkt, er war eine sehr, sehr freundliche Person gewesen. Er war sehr, sehr offen gewesen. Er konnte zu allen reden. Er ist zu allen auch hingegangen. Und ich sage, das Familiäre, das der Andi in sich selber trägt, hat man gespürt. Der Andi war auch immer sehr anständig, zuvorkommend gewesen, obwohl er eigentlich auch weltweit wirklich ein Star war, hat man nie gemerkt, dass der Andi sich irgendwie privilegiert gefühlt hat. Der Andi Hug war immer sehr bodenständig, hat auch ein Ohr gehabt zum Zuhören, er hat versucht auch zu helfen mit seiner Erfahrung. Und da muss man schon sagen, bin ich sehr, sehr stolz, die Zeit dürfen mit dem Andi Hug zu verbringen. Su prematura muerte fue el fallecimiento de uno de los mejores fighters de la historia y el nacimiento de una leyenda. Chihan, ¿quién sería Andy Hook si no se hubiera ido tan pronto? Ich bin der Meinung, dass der Andy Hook sich sehr eingesetzt hätte für den Kampfsport. Ich habe das Gefühl, dass Andy Hook hat eigentlich das Karate, den Kampfsport in einen höheren Levelwellen aufbringen, dass es ähnlich gewesen wäre wie zum Beispiel beim Boxen oder im Fußball. Und ich glaube, da hat er auch Charisma gehabt und auch den Namen, dass er das vorangetrieben hat. Er hat mir aber auch schon gesagt, dass er in der Filmszene gewisse Kontakte gepflegt hat. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der Andi vielleicht in der Zukunft den einen oder anderen Film hat können mitspielen konnte. Mit seinem Charisma, das er hatte, mit seinem Aussehen, mit seiner Kampftechnik, die er hatte. Denke ich, da hat er absolut die Möglichkeit gehabt, auch in der Filmszene Fuß zu fassen. Aber ich bin auch überzeugt, dass auch wenn er diese Filmszene Fuß gefasst hätte, dass immer ein Bein bei ihm, immer im Kampfsport, im Kyokushin oder im Seido, bleiben wäre. Te vuelvo a dar las gracias, Ihan, mías y de los seguidores del canal, por atendernos con la humildad y honestidad que caracteriza a un buen karateka. ¡Os! Os, es freut mich sehr, dass ich hier teilnehmen durfte. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich euch einmal begrüsse, wenn wir uns einmal wieder treffen, dass wir uns gemeinsam ein Training machen dürfen, dass ich meine Erfahrungen und mein Wissen für unsere gemeinsame Zukunft und unsere gemeinsame Stärkung im Kyokushin Karate weiterbringen könnte. Os! Os, muchas gracias Senpai Vela por invitarme a tu canal. Soy Sensei Raúl de Dojo Warriors en Logroño, La Rioja. Y nada, contar que mi experiencia con Andy fue en el segundo campeonato de Europa que se realizó en Zaragoza. La final era Andy Hugh con Michael Thompson. Una vez que acabó el combate, que fue un combate bastante interesante, bastante movidito, bajamos todo lo del dojo pues, a por ese apreciado autógrafo. Y yo lo único que tenía es este trocito de papel y aquí conseguí que me firmasen los dos. Primero firmó Michael Thompson y casi encima firmó Andy Hugh. Para mí es un honor tener este papel después de 30 años. ¡Os! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista. Hemos aprendido mucho sobre la figura y, sobre todo, poder acercarnos y distanciarnos un poquito más de la leyenda y ver realmente a la persona, lo que realmente era Andy. Y también conocer a un karateka enorme como es Chihan Donke Torsten, que tiene una batería de títulos y copas que posiblemente no le caben ya en las estanterías de su casa y que, pues como llega a pasar en el mundo de las artes marciales, tristemente no tienen la categoría ni el reconocimiento ante el público que se pueden llegar a merecer y que nosotros nos vamos a encargar personalmente de que figuras como la de Chihan Donke Torsten sean conocidas para todo el público al que pueda yo llegar y así
ponerlos en el altar y el pedestal que se merecen. Por favor, suscribiros al canal, darle a la campanilla y al like. Y si os habéis quedado con ganas de más, siempre me podéis seguir en mi red social. Cogéis un móvil y pim pam pum, bocadillo de atún. Ahí estaréis y me podréis preguntar absolutamente lo que queráis. Y no olvidéis una última cosa. Un cinturón negro no deja de ser un cinturón blanco que nunca se ha rendido. ¡Us!